Die beste Methode, mit einer Niederlage fertig zu werden, ist, dieses Gefühl der Niederlage, diese negative Emotion zu überschreiben mit etwas Positivem. Das nennt man Mindsetting. Oft ist es so, dass unsere größten Niederlagen, die wir erleben, die wir erleiden, uns später zu den höchsten Höhen des Erfolges führen. Erreiche ich sie mit meiner Energie, erreicht sie das, was ich gesagt habe, bekommen sie Lust darauf, Rhetorik zu erlernen. Rhetorik ist eine Kunst oder vielleicht doch nur ein Handwerk. Jeder Kunst liegt ein Handwerk zugrunde. Der Gitarrist lernt erstmal, ein Anfänger der Gitarre hat Eifer, so Sprüche. Und dann lernst du die ersten Akkorde und Griffe und das dauert und das ist anstrengend. Rhetorik ist dasselbe. Du lernst grundsätzliche Regeln und die sind alle in der Lernplattform abgespeichert und in der VR. Und ihr müsst nichts weiter machen, wie euch durcharbeiten. Und am Ende werdet ihr begeisternde Reden halten. Als Künstler wirst du geboren, aber Redner werden gemacht.